Verdammt, stehen wir schräg. Verdammt. Nein, nicht dumm kippen. Oh, wir ziehen uns gerade an ihn ran. Wie war das nochmal, dass man das hintere Fahrzeug steuert? Jetzt habe ich es gerade nicht im Kopf, wie das ging. Muss ich nochmal nachgucken. Aber ich probiere das nochmal nachzugucken, dass wir es in irgendeinem Teil nochmal machen können. Damit ich euch nochmal zeigen kann, wie das... Also es geht irgendwie, habe ich gehört. Also hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, dass man das Fahrzeug, mit was man zieht, auch irgendwie steuern kann. Ich weiß nur nicht, wie. Ah, was wir auch machen können. Handbremse. Fahrzeug wechseln. Motor starten. Da haben wir das vielleicht sogar gerade wirklich eingelenkt. Ich habe es noch nicht gesehen, vielleicht. Den anderen Wagen hier, den C6520, so als Ersatzbaum verwenden. Zieht mal da nur ein bisschen an sich ran, aber wir kamen ja eben gerade auch in Bewegung. Vielleicht können wir den anderen jetzt ziehen. Sollten wir den Boden nicht so viel kaputt machen, weil je besser der Boden hier ist, desto eher naja. Fahren wieder vor ohne den. So, genau. Und jetzt wechseln. Da haben wir ja gleich den Baum. Ah, scheiße, Handbremse aus. Das ist ja auch kein Wunder, wenn wir uns da nicht fortbewegen. Nein! Scheiße, der ist ja ganz schöne Schräglage gerade. Kann man vielleicht irgendwie links rüber? Ein bisschen geradere Stellung wieder bekommen und nicht so mit 45 Grad hier schräg liegen. Ich lenke gerade nämlich voll nach links und es scheint zu funktionieren. Oh scheiße, das Tankwagen steht im Weg. Also wir lenken gerade voll nach links ein. Und da haben wir eine gute Chance wieder uns gerade zu stellen. Ach, da haben wir einen fetten Stein noch da unten drunter. Ja, super. Kein Wunder, dass wir uns nicht so gut fahren können. Kein Wunder, dass wir so stecken bleiben. Ich hoffe mal, dass wir den jetzt gleich rauskriegen irgendwie. So, guck mal, wir sind wieder in Bewegung. Besser in Bewegung, besser in Bewegung. Stehen uns noch wieder gerade. Steinhau ab. Können dich da gerade echt nicht gebrauchen. Also spätestens auf der Straße sollten wir den verlieren. So, vielen Dank für die Tankladung an Sprit, an Kraftstoff. So, und jetzt kommen wir hier gut wieder voran, haben ein bisschen uns noch rausziehen können. Ja, wir hätten es auf jeden Fall nicht mehr bis zur Tankstelle, also bis zur Werkstatt besser gesagt, geschafft. Dieser fette Stein, ey, der soll mal weg da. Jetzt hau mal ab, Stein, Mensch, wir können dich da echt nicht gebrauchen. Der blockiert nur die hinteren Räder und dann, ja, können sie es nicht rollen, dann graben die sich da eher wieder in den Boden ein. Kein Wunder. Oh, scheiß Stein, jetzt geh doch mal weg. Wir müssen da gleich links hoch, da können wir so einen Stein da überhaupt nicht gebrauchen. Weil wenn das Rad da hinten so blockiert, das ist nicht so gut. Jetzt ein bisschen unten. Können die Räder wieder frei laufen, jetzt kriegen wir vielleicht gleich weg. Guckt, jetzt geht sogar auch besser, wenn der Stein nicht mehr so die Räder da hinten blockiert. So, hier müssen wir links lang. Ist mal wieder ein gutes Stück vorangekommen. Jetzt hau einfach mal ab, Stein. Der soll mal weg da. Scheiß Stein. Wir haben uns den eingefangen.
Oh, meine Güte. Vielleicht können wir gleich ein Stück zurücksetzen. Da vorne auf dem besser befahrbaren Boden, da ist ja nicht so aufgewühlt. Und dann den Stein irgendwie rauslassen, sozusagen. Der bleibt jetzt hier irgendwie an dem. Bleibt irgendwie hier hängen, an der leichten. An dem kleinen Hügel hier. Ach, guck, ist der da draußen, aber. Ja, komm, bleib. Geh unter die Räder vom Anhänger und dann. Bleibst du da. Ist er weg, ist er weg, ist er weg, ist er weg? Ah, oh, dieser verdammte Stein, der soll mal weg da. Aber ich will jetzt gerade auch nicht anhalten. Ich hoffe, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sollten aber auf dem richtigen Weg sein. Glaube ich. Also ich weiß nicht, ob der Stein wirklich so viel ausmacht, aber irgendwie meine ich, dass er doch ein bisschen was... Ja, geh doch mal weg, Stein. Ich will mal so einlenken, kann er da irgendwie raus? So, hier ist der Untergrund besser. Also jetzt graben wir uns nicht mehr so stark ein. Oh fuck, geht's hier hoch. Oh wow wow. Sind wir hier richtig? Ja. Oh scheiße, geht's hier hoch. Hätten wir vielleicht doch da... Oh scheiße, hier... Ah, scheiße, 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 geht's hier hoch. Dass der Stein doch einfach mal da hinten nicht mehr wäre. So, guck mal, da oben haben wir einen Baum, der hilft uns bestimmt und ziehen wir uns mit der Winde ein bisschen hoch. Ja, wunderbar, da sind wir gleich einige Meter weiter. Und jetzt weiterfahren, weiter Gas geben, weiter Gas geben, weiter Gas geben, weiter Gas geben. Nicht eingraben, nicht eingraben, nicht eingraben. Ah, nein, die Tanne ist so nah, aber doch nicht nah genug. Komm, ein Stück müssen wir noch vor. Ah, wir sind so nah. Ja, waren wir eben besser. Na, wird das schon langsam wieder dunkel. Wir haben jetzt 18.36 Uhr. Dieser verdammte Stein. Er ist weg. Ist er echt weg? Ich sehe ihn nicht mehr. Ah, oh, ne, da ist er wieder noch. Da ist er wieder noch, was? Da ist er auf jeden Fall noch, der Stein. Und wir sind noch in Bewegung. Sehr gut. Also, wir kommen hier die Steigung hoch. Das sollte eigentlich kein Problem werden. Da bin ich sehr zuversichtlich. Wir dürfen uns aber auch nicht zu stark da an den Berg, an diesen Hang da dran fahren, sonst sind wir zu schräg und drohen zu kippen. Also sobald wir auf der Straße sind, haben wir es geschafft sozusagen. Da sind wir so gut wie am Ziel, aber man sollte uns eigentlich nichts mehr aufhalten können. Aber hier... geht es halt einfach auf einem ordentlich matschigen... Boden hoch und da stehen gerade. Ach nein, Leute, aber so will ich jetzt ungern stehen. Wir könnten noch mit dem anderen Fahrzeug. Oh fuck. Oh scheiße. Verdammt, stehen wir schräg. Verdammt. Nein! Nicht umkippen! Ach. Komm bitte hinterher. So, einmal Vorwärtsgang und los geht's. Verdammt. Voll umgekippt. Wahrscheinlich sind wir einfach zu weit rechts rüber gefahren. Wenn wir weiter links geblieben wären, hätte das vielleicht nicht so leicht passieren können. Also mal gucken, ob wir mit dem Fahrzeug hier irgendwas wieder retten können. Die Ladung ist ja noch da. Rein theoretisch könnten wir genau an der Stelle die Holzstämme nochmal aufladen und eine volle Ladung wieder draus machen. Wir müssen also nicht unbedingt zum Ausgangspunkt zurückkehren.
was ich jetzt auch gerne vermeiden würde. Alter, haben wir hier den Weg aufgewühlt. Wir haben auch diesen verdammten Stein jetzt dann hoffentlich los. Also ich weiß nicht, ob der wirklich so viel ausgemacht hat, aber der klemmt halt darunter fest und das ist halt schon so eine Sache. Da ist er, der Stein, da liegt er. Ja, der klemmt schon darunter fest, das macht doch was aus, glaube ich. So, da liegen wir hier mit dem Holzanhänger. Dann lasst uns doch mal mit dem hier den C4320 ziehen. Wir haben ja nichts Größeres im Moment, weil wir... Gut, wir hätten den D537, aber... Doch, wobei wir haben den 6x6 schweren Lieferwagen. Ich weiß nicht, ob der mehr schaffen könnte als der hier. Wahrscheinlich schon, oder? Der steht auch gar nicht so weit weg. Wir können natürlich auch da runterziehen und dann hier wieder hochfahren. Ah, dann lass uns mal den. Dings holen, C255, der steht hier. Müssen wir da drüber? Warte mal, wir gucken mal, wo wir haben. Vielleicht können wir auch da übersetzen. Also hier jetzt links lang. So, einen schweren Lieferwagen kann man vielleicht mehr erreichen. So, ja, hier sollten wir übers Wasser drüber. Sieht gut danach aus, dass man da drüben wieder, dass hier nicht allzu tief sein wird. Ja, da kommt er locker durch. Und mit dem werden wir auch, wie gesagt, das Langholz dann transportieren. So, da vorne ist schon der Weg. Die Möglichkeit, die wir noch, eine Möglichkeit, die wir noch haben, ist, dass wir den C4320 wieder zurückziehen. So, ich weiß gerade echt nicht, wo wir sind, aber ich glaube, wir sind einigermaßen auf einem guten Weg. Dass wir den zurückziehen und dann da irgendwie probieren aufzustellen. Wir probieren dem jetzt erstmal den noch ein bisschen hochzuziehen. Wenn es nicht geht, ziehen wir ihn zurück und dann, ja. So, hier waren wir auf jeden Fall. Ja, sieht man eindeutig hier auch in den Spuren im Matsch. Also mit dem kommen wir wunderbar durch. Der hat auch die großen Räder schon dran. Ich kann auf die Straßenräder dran bauen, aber die sind halt nicht gut sein. Da hat man nicht so eine gute Geländegängigkeit wie jetzt mit den großen Rädern, deswegen ist es schon gut, dass die großen Räder dran sind. So, wunderbar. Sehr gut, kommen wir mit dem hier durch, ohne Probleme. Da dreht er gleich. Na, was haben wir hier vor uns, das uns irgendwie aufhält? Ein Stein wahrscheinlich oder sowas. So, rüber. Oder da war irgend so ein... Irgendwie der Boden so fest, dass es nicht anders ging. Ich hoffe mal, dass wir nicht zurückfahren müssen. Dass wir hier irgendwie das Holz noch aufladen können. Die sind ja noch da, die Holzstämme. Nur die einen liegen halt nicht mehr so gut drauf. So, jetzt muss der da erstmal weg. Den fahren wir mal ganz weg. Und zwar... Am besten den Weg entlang, bevor wir hier irgendwie den an den Abhang stellen und dann mit dem nicht mehr vorankommen. So, also einmal vorwärts mit dir. Ah, komm, jetzt ziehen wir mal ein bisschen schneller jetzt mit der Winde hier am Baum. Raus, genau, so. Ziehen, 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 ziehen. So, sehr gut. Na, kipp uns jetzt aber auch nicht um hier, ne? Ganz bloß nicht um. So, hier können wir mit dem, mit dem Holztransporter, wenn wir hier gut fahren können. Stellen wir den doch gerade hier an. Ach, nee, komm, wir fahren weiter. Vorne ist ja gleich der breitere Weg, stellen wir ihn da hin. So, damit geht es dann mit dem Holztransport hier rechts lang weiter und dann sollte das Ganze kein Problem mehr werden. So, dann einmal C255, Rettungsaktion starten. Wir probieren es aus. Boden ist halt echt aber auch schon ganz schön da durchwühlt. Ich weiß auch nicht, wie wir das mit dem Holz dann machen sollen. Wir gucken einfach mal.
So, dann nehmen wir den mal. Und Action. Ja. Da liegt er. Oh, wir können den Motor starten. Wir können ernsthaft den Motor starten. Und abgewürgt. Nochmal? Nein, abgewürgt. Ah ne, der war ja gerade noch an.